an, Rhino Trucks. Lass uns das Gebäude fertigstellen, damit wir uns ausruhen können. Hä? Oh, Erdbeben! Geh in Deckung, Bob! Juhu! Parkour! Was ist los? Autsch! Mein Knöchel! Ed, bist du in Ordnung? Das Erdbeben war wirklich stark. Johnny, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein Parcours am Berg gelaufen, als der Boden anfing, sich zu bewegen. Und jetzt habe ich meinen Knöchel verletzt. Hä? Ich kann mich nicht bewegen und bin auf einem hohen Felsen gestrandet. Halte durch, Ed. Hilfe ist auf dem Weg. Noch ein Anruf? Johnny, ich brauche das Rettungsteam. Und zwar schnell. Bob, du auch? Das Erdbeben brachte das Gebäude zum Einsturz, an dem ich arbeitete. Es ist ein totales Chaos hier drüben. Okay, halte durch. Ich schicke das Team los, um euch beiden zu helfen. Leute, das Erdbeben hat heute ein echtes Chaos angerichtet. Batfly, du gehst in die Wüste, um Ed zu helfen. Bildusa, du hilfst Bob in der Stadt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's! Wo bist du, Eddie? Jackpot! Batfly, ich bin so froh, dass du hier bist. Autsch, ich kann nicht laufen. Keine Sorge, Ed, du bist jetzt bei mir. Achtung! Schnell, schnapp dir das Seil! Wow, das war so aufregend! Danke, Batfly, du hast mich gerettet! Keine Sorge, Ed. Lass uns dich jetzt ins Krankenhaus bringen, damit Dr. Joe sich deinen Knöchel ansehen kann. Ha? Ich frage mich, wie es Bildusa geht. Puh, das war eine harte Nuss. Das ist der letzte Haufen Geröll, richtig, Bob? Ja, du hast super schnell gearbeitet, Bildusa. Ich bin beeindruckt. Aber ich bin überrascht. Hast du hier ganz alleine gearbeitet, als das Erdbeben kam? Jetzt, wo du es sagst, Rhino Trucks war hier bei mir, als alles anfing. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wie auch immer, lass uns das zusammenräumen. Hilfe! Hilfe! Hä? Was ist das für ein Geräusch? Rhino Trucks! Helft mir, Jungs! Ich bin unter diesem Steinhaufen stecken geblieben und ich komme hier nicht mehr raus. Keine Sorge, Rhino. Ich hole dich da raus. Wow! Er ist zu schwer. Ich werde zusätzliche Hilfe brauchen. Bildusa, was brauchst du? Johnny, Rhino Trucks ist unter Trümmern begraben und ein riesiger Felsen hat ihn gefangen. Ich brauche etwas Hilfe, um ihn zu bewegen. Keine Sorge, Kumpel. Ich kümmere mich um dich. Ein Bohrer. Super Idee, Johnny. Keine Sorge, Rhino. Du bist im Handumdrehen da raus.
Ich bin fast fertig. Hä? Volltreffer! Ich bin frei! Ich bin frei! Rhino, ich bin so erleichtert, dass es dir gut geht. Vielen Dank, Bildosa! Freunde, wie ist es gelaufen? Seid ihr in Ordnung? Uns geht es gut, Bill. Dr. Joe sagt, ich habe nur einen verstauchten Knöchel. Also laufe ich wieder meinen Parcours schneller, als ihr denkt. Ja, das wird niemandem entgehen. Das ist wirklich schlimm, Bolens. Es gibt einen Notfall, zu dem wir müssen. Da können wir nichts tun, Joe. Die Straße ist komplett gesperrt. Katie war wirklich besorgt, als sie anrief. Ed muss wirklich krank sein. Wir brauchen Hilfe, Bolens. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Joe. Bolens und ich müssen zu einem Notruf, aber die Straße ist gesperrt. Wir brauchen deine Hilfe. Verstanden. Das Rettungsteam ist unterwegs. Hallo, Boss. Was ist passiert? Tigers, Bildoozer, ihr müsst die Straße räumen, damit Bolens und Joe ihren Notruf erledigen können. In Ordnung, Johnny. Wir sind im Handumdrehen da. Auf geht's. Joe, das Rettungsteam ist da. Yay, wir sind gerettet. Das wird kein Kinderspiel. Bildoozer, denkst du, du kannst all diese Rohre alleine heben? Natürlich. Es gibt nichts, was der Stier nicht heben kann. Super, hier ist der Plan. Du hebst den Baum an und räumst ihn aus dem Weg. Und dann werde ich den Verkehr freigeben, damit Joe und Bolens zu Katies Restaurant gelangen können. Was meinst du? Klingt gut. Okay, fangen wir an, Großer. Komm schon, komm schon! Yay! Yeah. Gut gemacht, Bildoozer. Das war sehr beeindruckend. Pah, diese kleinen Rohre, das war doch gar nichts, Bolens. Okay, ich bin dran. Los geht's, Freunde. Ich mach den Weg für euch frei. Und los! Wartet, ich komme auf. Macht Platz, der Rettungsdienst kommt. Das ist großartig, Bolens. Wir sind gleich bei Katies Restaurant. Rhino Trucks, aus dem Weg. Wir müssen durch. In Ordnung, Tigers. Warte, geh einfach zur Seite. Die Ampel schaltet auf Rot. Hä? Was? Auf geht's! Oh. Oh nein! Das sieht nicht gut aus! Ich werde nach Ihnen sehen! Hä? Huh? Sie werden beide in Ordnung sein, aber wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Bolens, du musst sofort zu Katies Restaurant gehen und nach Ed sehen. Ich werde mich um diese beiden kümmern. Okay, Joe, ich bin auf dem Weg. Aha. Ein Anruf von Katie. Was ist los, Katie? Joe, wo bist du? Ed geht es immer schlechter. Wir brauchen dich jetzt hier. Oh nein! Ed, hör auf. Ich muss gehen, Joe. Ed versucht wieder in Eiscreme zu baden. Was sollen wir nur machen? Keine Sorge, Joe. Ich habe einen Plan. Bildoozer, du musst Joe helfen, Rhino Trucks und Demo Lizard ins Krankenhaus zu bringen. Okay, Tigers. Aber was ist mit Ed? Bolens muss zum Restaurant und zwar schnell. Überlass das mir, Joe. Ich muss nur kurz telefonieren. Hi, Tigers. Wie läuft die Mission ab? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Ed geht es schlechter und Bolens muss schnell zum Restaurant.
Okay, Kumpel, ich gebe dir einen kleinen Schubs. Turbo- und Monsterräder? Das ist viel besser. Halt dich fest, Bulenz, und versuch dich nicht zu übergeben. Was? Auf geht's! Wow, das sieht nach Spaß aus. Was für ein Angeber. Wie geht's dir da hinten, Bulenz? Mir geht es gut. Nein, 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 nein. Keine Sorge, Bulenz, wir sind fast da. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er 20 Eiscreme hintereinander gegessen hat. Keine Sorge, Katie. Ed wird es gut gehen. Was für eine Erleichterung. Vielen Dank, Leute. Gute Nachrichten, Leute. Ich habe gerade mit Bildoser gesprochen. Demo Lizard und Rhino Truck sind beide in Ordnung. Das ist großartig, Tigers. Jetzt bringen wir Ed ins Krankenhaus, damit sich Joe auch um ihn kümmern kann. Ruh dich gut aus, Ed. Ein leckeres Eis wartet auf dich, wenn du zurückkommst. Ich glaube, er wird eine ganze Weile kein Eis essen, Katie. Oh. Hä? Puh, das war der letzte übrig gebliebene Stein-Rhino-Trucks. Endlich. Jetzt können wir uns etwas ausruhen. Auf geht's! Hä? Oh. Was ist los, Kumpel? Bob, wir sind im Treibsand stecken geblieben. Wir brauchen Hilfe! Und zwar schnell! Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, wir brauchen deine Hilfe. Rhino Trucks und ich stecken im Treibsand in der Wüste fest. Keine Sorge, Jungs. Ich habe das perfekte Team für den Job. Hey, Johnny. Bildoser, Trackadile. Bob und Rhino Trucks stecken in Schwierigkeiten. Ihr müsst sofort in die Wüste. In Ordnung, Johnny. Wir sind auf dem Weg. Endlich. Ich fange an, mich zu langweilen. Wir sind gerettet. Hey! Haltet durch, Jungs. In Ordnung, Treko. Irgendwelche Pläne? Oh, yeah. Ich weiß. Ich? Du? Ich gehe verdeckt. Der Anima-Adler ist im Nest. Ich tauche in den Treibsand, ich schwimme, ich hole sie raus. Was ist damit? Klingt das nicht super cool, Billy Boy? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Das macht es doch so cool. Sicher. Wir behalten es als Plan B, okay? Aber zuerst werde ich versuchen, sie alleine rauszuziehen. In Ordnung. Probieren wir jetzt einen super langweiligen Plan aus. Glücklich. Lehnt euch zurück und entspannt euch, Freunde. Es gibt nichts, was der Stier nicht ziehen kann. Schnappt ihr die Hörner, Bob. Ihn. Los geht's! Bist du fertig, Großer? Sie sind zu schwer. Ich kann sie nicht rausziehen. Keine Sorge, Kumpel. Ich weiß, wie man es repariert. Leute, werft die Steine weg. Ihr tragt zu viel Gewicht. Wird gemacht. Mach weiter, Rhino. Schon dabei. Gut gemacht. Das war unglaublich, Trackadile. Gut durchdacht. Vielleicht bin ich doch nicht so verrückt, oder? Du hast recht, Tracko.
Es tut mir leid für vorhin. Mach dir nichts draus, Großer. Ich weiß, dass Coco manchmal ein bisschen loco ist. Du bist so verrückt, aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Leute. Komm schon, Bob, du kannst das. Aber ich will dich nicht hier lassen, Rhino. Mir geht's gut. Ich bin sicher, sie holen mich hier im Handumdrehen raus. Hab dich. Au. Mir geht es gut. Ich habe nicht einmal einen einzigen Kratzer. Gut gemacht, Billy Boy. Das war wirklich cool. Jetzt holen wir uns Rhino. Rhino! Bildusa wird ihn nicht rechtzeitig rausholen können. Er braucht meine Hilfe. Hey, Dracodile, wie läuft die Mission ab? Nicht toll, Johnny. Wir haben Bob rausgeholt, aber Rhino Trucks versinkt. Ich brauche einen Schub. Sag nichts mehr, mein Freund. Es ist Powerzeit. Oh, 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 das gefällt mir. Los, geht's, Leute. Okay, wo könnte ich ihn festhalten? Ah. Oh, Jackpot. Was? Los geht's. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Ihr habt es geschafft, Leute! Ihr habt uns gerettet! Danke, Anima-Team! Ihr seid wunderbar! Und das alles dank meiner super kranken Turbinen. Hä? Nun, ich denke, Bildusa hat auch geholfen. Als mein unglaublicher Assistent. Haha, sehr lustig, Leute. Jetzt helft mir, hier rauszukommen. Komm schon, Bildusa. Ich versinke, Mann. Warum steigst du nicht mit deinen superkranken Turbinen raus? Am Ende bin ich nur ein Assistent. Erinnerst du dich? Okay, okay, du gewinnst. Kannst du mir bitte helfen, hier rauszukommen? Ah! Du warst Ed. Du hast mir gesagt, du weißt, wie man einen Ballon fliegt. Okay, ich hab gelogen, Lea. Ich weiß nicht, wie man das Ding fliegt. Was? Ich bin doch nur ein cooler, hübscher Angeber. Wir werden gegen diesen Felsen krachen. Puh, das war knapp. Aber wir haben jetzt ein anderes Problem, du Genie. Wir sind gestrandet. Oh nein, ich bin viel zu großartig, um auf einem lahmen Felsen gestrandet zu sein. Keine Sorge, Ed. Hey. Ich weiß, wer uns hier herausholen kann. Hi, Lia, hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, wir brauchen dich. Ed und ich flogen mit einem Heißluftballon und wir strandeten auf einem Felsen in der Wüste. Fliegen? Bei so einem starken Wind? Seid ihr verrückt? Ich weiß. Oder? Keine Sorge, Freunde. Ich habe den richtigen Mann für den Job. Tja. Hallo, Johnny. Wheelefant, Ed und Lea sind in der Wüste gestrandet. Du musst sofort dorthin. Stoßzähne und Räder. Ich bin gleich da. Hey, wow. Nun,
Es ist wirklich hoch. Wir kommen nicht ran, Weelefant. Ich bin zu klein. Aber ich krieg das hin. Perfekt. Los geht's, Leute. Ha? Du bist unglaublich, Weelefant. Komm schon, Ed. Du gehst zuerst, während ich von hier aus die Leiter nehme. Wirklich? Danke, Leia. Puh, endlich in Sicherheit. Danke, Weelefant. Mit Vergnügen. Du bist dran, Leia. Mein Hut! Oh, hab ihn! Leia, nein! Helft mir, Leute, ich hab solche Angst! Oh, nein! Der Ballon steuert direkt auf die Klippe zu. Wir müssen Johnny um Hilfe rufen. Johnny, es gibt einen Notfall. Der Wind hat den Ballon wieder wegfliegen lassen und Leia ist darin gefangen. Und wir müssen sie retten. Ich regel das, Großer. Ich hab's. Alles, was wir brauchen, ist etwas Hilfe vom Himmel. Hey, Johnny, was ist los? Leia ist in Gefahr, Batfly. Du musst jetzt in die Wüste. Sag nichts mehr. Wenn es schlecht läuft, ruf Batfly. Den Ballon. Macht euch bereit für den Showdown, Freunde. Das wird eng, Leute. Komm schon, Batfly. Du kannst das. Hey, kleine Lady. Möchtest du mitfahren? Batfly! Wir haben keine Zeit, uns zu begrüßen. Spring auf meinen Rücken und lass uns hier verschwinden. Gut gemacht. Achtung! Oh, wow! Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Danke, Batfly, du hast mich gerettet. Kein Problem, jetzt bringen wir dich zurück auf den Boden. Gut gemacht, Team. Ihr habt wieder einmal den Tag gerettet. Anima-Team zur Rettung. Leia, geht's dir gut? Ja, nicht einmal ein Kratzer. Puh, zum Glück. Oh nein. Was ist los? Ich werde Jahre brauchen, um das zu beheben. Nun, vielleicht kannst du erst lernen, wie man ihn fährt.